In Körbligen an die Reuss kommt Natur in Form. Die Ziegelei Körbligen der Schuhmachers verwandelt den archaischen Rohstoff Lehm mit technischem Verstand, Innovationsgeist und Verantwortungsbewusstsein zu trendigen, umweltfreundlichen Bauprodukten. Seit Generationen. Die Lehmgrube Schweißmatt. Hier lagert eine 20 Millionen Jahre alte Gesteinskombination aus Sandstein und schiefrigem Mergel, auch obere Süßwassermolasse genannt. Große Raupentraxe bauen zweimal jährlich die einzelnen Schichten ab. Die Fertigmischung wird auf Depot zwischengelagert und dann im Brecher auf Faustgröße zerkleinert. Den Transport der schweren Fracht ins 1,5 Kilometer entfernt gelegene Werk übernimmt, ökologisch sinnvoll, die 100-jährige Feldbahn. In der Ziegelei wird das Rohmaterial Ton in den Beschicker gekippt und mit Porosierungsstoffen wie Sägemehl, Papierfangstoffen und Kaffeesatz gemischt. Zwei je 10 Tonnen schwere Läufer mischen und zerkleinern im Kollergang die vorgebrochenen Brocken auf 10 x 16 mm. Diese werden im Vor- und Feinwalzwerk in mehreren Stufen auf 0,8 mm zerkleinert. Wassergehalt und Homogenität dieser Lehmmischung, die im Sumpfhaus zwischengelagert wird, sind von großer Bedeutung für die Qualität der späteren Produkte. Der Doppelwellenmischer knetet nochmals alles durch und optimiert mittels Dampfzugabe die Feuchte des noch immer zu 100% natürlichen Ausgangsstoffes. In der Schneckenpresse nimmt die formlose Masse Gestalt an. Hier entscheidet sich, ob der spätere Stein ein Vollbackstein, ein Sichtbackstein, eine Zelltonplatte, ein Swiss-Modul oder vielleicht ja auch ein Weinlagerelement wird. Hier bekommt jedes Exemplar auch sein Geburtsdatum aufgeprägt. Eine besondere Position in der Produktepalette nimmt der Isolierstein Monobrick ein. Sein wegweisendes Design baut die ausgezeichneten Wärmedämmeigenschaften der Luft gewissermaßen in den Stein mit ein und ermöglicht einschalige Mauerkonstruktionen mit Dämmwerten von zweischaligen. Das gefragte Produkt ist Hightech und Öko in einem. Eines von rund 100 Modellen aus dem breiten Sortiment hochwertiger Bausteine. Noch besteht der junge Backstein aus rund 18% Wasser. Dieses verliert er im anschließenden Trocknungsprozess während 10 bis 12 Stunden. Gleichzeitig verringert sich sein Volumen um 5%. Die neue Trockenanlage ermöglicht einen noch zeit- und energiesparenderen Prozess. Die Grünlinge, die eigentlich hellgrau sind, gelangen automatisch zur Setzanlage und von da auf die Tunnelofenwagen. Wagen um Wagen, vollgepackt mit Backsteinen, fährt in den Schlund des 100 Meter langen Tunnelofens.
Auf ihrer Reise werden die Backsteine während gut 40 Stunden aufgeheizt, gebrannt und schließlich wieder abgekühlt. Gelegenheit, die technischen Meilensteine der fast 150-jährigen Geschichte der Firma im Zeitraffer zu betrachten. 1860, Kauf des Körbliger Hofs, Beginn der Ziegelherstellung, zuerst im Nebenerwerb. 1892, neue Ziegelhütte mit Ringofen, Ausbau und Mechanisierung der Produktion, erstes Dampflokmobil. 1906, Bau eines Wasserkraftwerks im nahen Rathausen, Beginn der Elektrifizierung, erster Elektromotor der Firmengeschichte im Einsatz. 1907, Feldbahn für den Transport des Lehms von der Grube ins Werk. 1956, neue Aufbereitungsanlage, bestehend aus Beschickerhaus, Kollergang, Zerkleinerungs- und Mischmaschinen. 1961, erster Tunnelofen der Zentralschweiz, Ablösung des Ringofens. 1972, die automatische Setzmaschine erübrigt das Beladen der Ofenwagen von Hand. 1995, Tunnelofen Neubau ohne Gewölbe. 2004, neue Kastenbeschicker sowie neue Walzwerke für maximale Kornfeinheit und gleichmäßige Lehmmischungen. 2005, Verlängerung des Tunnelofens auf 100 Meter. Erneute Qualitätssteigerung dank optimalem Luftumwälzsystem und längerem Brennzyklus. 2006, automatische Entladungs- und Verpackungsanlage. 2007, Inbetriebnahme des Schnelltrockners Laminaris. Dank modernster Anblastechnik durch die Löcher, Verkürzung der Trocknungszeiten auf 10 Stunden, gleichzeitig Energieeinsparung. Fortsetzung folgt. Inzwischen gehen die Steine durchs Feuer. Sie sintern im Vollfeuer bei bis zu 1020 Grad Celsius. 100 Brenner erzeugen diese Temperatur. Sie werden ständig elektronisch überwacht. Die Rauchgase gelangen in die Nachverbrennungsanlage. Keramikwaben mit einer Oberfläche von über 20.000 Quadratmetern sorgen dafür, dass die geforderten Grenzwerte der Luftreinhalteverordnung eingehalten werden. Nach dem Abkühlen werden die frisch gebackenen Bausteine paketweise palettiert und als Transportschutz mit einer Plastikschrumpffolie versehen. Damit sind sie bereit für den Weg auf die Baustellen der näheren und ferneren Regionen oder zu einem unserer Vertriebspartner in der Deutschschweiz und im Tessin. Ein paar Zahlen belegen die Produktivitätssteigerung in den letzten fast 150 Jahren. 1860 produzieren 6 Arbeiter 120 Tonnen Backsteine pro Jahr. Im Ersten Weltkrieg setzen kalte Winter, Überschwemmungen und die eingeschränkte Bautätigkeit dem Betrieb zu. Trotzdem verlassen jedes Jahr rund 100.000 Backsteine die Körbliger Ziegelei. Nach dem Krieg wächst die Produktion rasch auf 900.000 Stück. Den Zweiten Weltkrieg übersteht die Firma ohne nennenswerte Einbußen. Im Jahr 1984 übersteigt die Produktion erstmals 20 Millionen Steine. 1998 stärkt die Firma mit der Übernahme der Ziegelei Schachtler, Burgdorf und der Ziegelei Luffigen ihre Marktposition und ist damit auch in den Regionen Bern und Zürich vertreten. Heute verlassen täglich über 200 Tonnen Qualitätsbacksteine das Werk. Soweit die Geschichte der ersten 6 Generationen Schumacher und ihrer modernen Körbliger Ziegelei. Wie gesagt, Fortsetzung folgt.